Hallo liebe Leute, Abarth Final Cut Pro 10 ein Update spendiert und ich freue mich, euch die wichtigsten Änderungen vorstellen zu können. Vielen Dank für euer Interesse. Wer mich nicht kennt, mein Name ist Robin Kurz. Ich bin von Apple zertifizierter Trainer für Final Cut Pro 10 und Motion und nutze es seit der ersten Stunde selbst auch für die Produktion von Filmen aller Art. In meinem Videotraining schauen wir uns die wichtigsten Änderungen im Detail an und analysieren, welche Vorteile sich daraus für euch ergeben. Lasst mich kurz einen Überblick geben, was ich behandle. Wer das Update schon installiert hat, weiß, dass Apple die Benutzeroberfläche gründlich aufgeräumt hat. Um mehr Fokus zu schaffen, wurde Platz geschaffen. Viele Funktionsknöpfe und Anzeigen sind neu verortet. So wurde zum Beispiel der Zugriff auf Medien von iTunes, Logic, iPhoto und Co. komplett neu definiert. Und Medien können vor deren Verwendung leichter und vor allem besser beurteilt werden. Hervorzuheben ist, dass sich jetzt Arbeitsbereiche individuell konfigurieren und abspeichern lassen. So zum Beispiel auch die Arbeitsbereiche für mehrere Monitore. Aber das ist nur der Anfang. Und jetzt, liebe Profis, wird es interessant für euch. Denn mit den neuen Ausgabeoptionen, um ProRes-Filme im MXF-Container auszugeben, wird das Zusammenarbeiten mit anderen Plattformen und Schnittprogrammen nun deutlich unkomplizierter. Außerdem ist mit dem dazugehörigen Pro Video Formats Update neue, native Unterstützung für weitere Aufzeichnungsformate hinzugekommen. Die meines Erachtens revolutionäre Verbesserung dieses Updates liegt in der sogenannten magnetischen Timeline 2. Hier finden wir nun mit einer erweiterten Funktionalität für Rollen, früher Funktionen genannt, eine völlig neue Möglichkeit, komplexe Audiospuren in sogenannte Audiobahnen übersichtlich zusammenzufassen und zu bearbeiten. Das ist ein echter Zeitsparer, denn dazu kommt die wieder zurückgekehrte Unterstützung von iXML-Metadaten in Audiodateien, womit diese Neuerungen ihre ganze Kraft entfalten. Alles, was bereits bei der Aufnahme an Metadaten erfasst wurde, bildet sich nun sofort nach einem einzigartigen und brillanten Prinzip in der Timeline ab und sorgt für Ordnung und deutlich verbesserte Übersicht. Gute Nachrichten gibt es auch für das professionelle Farbmanagement, denn durch die Wide-Gamut-Integration in Mediatheken und Projekten könnt ihr nun eure Filme auf kompatiblen Bildschirmen im 10-Bit-Farbraum nach REC-Standards darstellen. Sehr schön auch, dass Final Cut Pro 10 jetzt Kameratypen erkennt und automatisch die korrekte Farbverarbeitung anwendet, also den relevanten LUT zuordnet. Das ist praktisch für Profis und eine Sorge weniger für alle, die Filme machen eher als Hobby betreiben. Weiterhin gibt es jetzt eine Zebra-Darstellung im Viewer, was die korrekte und sendefähige Ausgabe von Broadcast-Material erleichtert. Auch bei den Filtern und Übergängen gibt es Neuerungen. Mit dem Fließenübergang haben wir nun einen Morph-Effekt, mit dem du zum Beispiel Interviewschnitte kaschieren und interessante Übergangseffekte erstellen kannst. Weiter geht's, denn endlich können wir wieder ganz einfach bearbeitete Clips in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzen und dabei eine Menge Mausklicks sparen. Durch Attribute entfernen. Bereits aus Zeiten von Final Cut Pro 6 und 7 bekannt. Und jetzt kommt was für Fans von Motion. Nun können alle in einer Mediathek verwendeten Motion-Medien in der Mediathek abgespeichert werden. Also nie mehr fehlende Medien, wenn man es richtig macht. Ich erkläre euch wie. Und das ist längst noch nicht alles. Und ganz ehrlich, dieses Update fühlt sich eher an wie ein Upgrade. In meinem Videotraining erkläre ich nicht nur im Detail alle wichtigen Neuerungen, sondern zeige mit Beispielen aus der Praxis, wo, was und wie geht. So kannst du sofort loslegen und von allen Verbesserungen ohne lange Einarbeitungszeit profitieren. Und alle, die mein Trainingsvideo-Bundle neu erwerben, erhalten dieses Update natürlich ohne Aufpreis inklusive. Insgesamt habe ich in diesem Training fast 1,5 Stunden Material für dich zusammengetragen. Ich bin mir sicher, es gefällt euch, was die neue Final Cut Pro 10 Version zu bieten hat. Vielen Dank für euer Vertrauen und euer Feedback. Abonniert mich, gebt mir einen Daumen hoch, kommentiert. Ich würde mich freuen. Bis bald, euer Robin.